Wiederhol das nochmal bitte für die neue gestartete Videoaufnahme. Ja, okay. Also, ich wiederhole noch einmal. Ich weiß nicht, wovor der Louis als. Doch, ich weiß manches, wovor der Louis flieht. Und ich weiß nicht alles, wovor der Louis flieht. Und über jeden könnte man da eine Bibliothek machen. Auch über mich könnte man da eine Bibliothek machen. Bin ich ganz sicher. Aber ich kann eins sagen. Also, der Louis ist wahrscheinlich weltweit der Mensch, mit dem man am zähesten immer sagen kann: Louis, stell dich der Kommunikation. Also, flieh nicht davor, sich da jetzt in irgendeiner Gesprächsform drüber auseinanderzusetzen. Ja, halt, manchmal hat man noch das Problem, dass er mal von der Form her sagt, die eine ist ihm lieber, die andere nicht. Da kann er dann mit irgendwelchen Mitgliederlisten sich manchmal so ein bisschen rangeln, bis sie sich vielleicht auf eine gemeinsame Form einigen können. Aber das Faktum als solches, dass der Louis den Anspruch hat, er bleibt in der Kommunikation und ist bereit, sich dem zu stellen und freie Argumente und Konfliktklärung. Das glaube ich nicht, dass man da irgendwie sagen kann, der Louis flieht. Und ich könnte mir vorstellen, weltweit gibt es vielleicht keinen anderen Menschen, der das so konsequent machen will wie der Louis. Ja, das hast du jetzt sehr, sehr schön ausgedrückt. Danke dir sehr. Und wirst du das der Anke auch so sagen? Schick's mir zu, ich veröffentliche es. Ja, klar. Aber dann Ja, könnte man jetzt. Louis, bitte nicht. Da bist du jetzt fast wie die Anke auch. Also die Anke sagt mir auch manchmal, wenn ich über irgendjemanden was sage, das musst du ihm auch persönlich sagen. Leute! Nee, aber wir Ich haben doch mache darüber geredet, mach dass es du. öffentlich und ich sage der Anke, dass da jetzt dieses Lob des Louis, dass er so vor der Kommunikation unter keinen Umständen fliehen will, dass ich das jetzt sogar öffentlich in YouTube hochgeladen habe. Klar, ich hatte das Gefühl, als wir gestern gesprochen haben, dass du meintest, dass ich aus irgendwelchen Gründen so wertvoll bin in diesem Orga-Chat, dass du Ja, dann, natürlich, natürlich. Ich dass habe ja auch, du dann, ich habe, dass du dann, wenn jemand Scheiße über mich redet, dass ich mir dann nicht mich nicht mit meinem Getriggertsein auseinandersetzen muss und überlegen muss, deswegen den Chat zu verlassen, wie ich es ja schon mal getan habe, sondern dass du das dann für mich gerade rückst. Und insofern könntest du halt ihre Behauptung, dass ich irgendwie Kommunikation ausweiche und so weiter und andere Menschen bedränge, da könntest du gut einhaken, finde ich. beim Bedrängen lassen wir wieder ein Stück weit offen. Kommunikation ausweichen, nicht zu Kommunikation bereit zu sein. Da kann ich genau das sagen und ich verlinke dann diese YouTube-Stelle. Also schick mir das jetzt bitte zu auch, ne? Alles Wo du klar, jetzt super. dein Lob aufgenommen hast, ne? Und dann wird das nochmal mit veröffentlicht und darauf hingewiesen und im Chat schreibe ich es auch. Super. Okay, dann danke ich dir und wünsche dir viel Spaß, wie gesagt. Warte, ich mache mal schnell Ja, die Aufnahme. dir auch, Luis.